Schwester Birgit hat soeben ihre Frühschicht begonnen, als ein sehr ungeduldiger Patient auftaucht. Super? Ja. Gut. So, hast du die Akte vom Herrn Metzger? Die habe ich hier, ja. Guten Tag. Mein Freund wurde angefahren. Angefahren von? Von einem Auto, aber das ist halt so schlimm. Also ist alles. Darf ich mal ganz kurz schauen? Ja. Okay, also sollten wir uns schon mal angucken. Ja, dauert das jetzt lange? Also wir müssen relativ. Wir sind hier so schnell. Also gucken müssen wir. Ja. Zahndiagnose ist schwer bei uns. Ja, okay. Wie war Ihr Name? Jan Brinkmann. Und Sie sind? Melanie Weiß, die Freundin. Die Freundin, okay. Sie sehen im Bademantel seltsam. Ja, wir sind noch nicht so lange auf. Das junge Pärchen, was kam, irritierte mich in zweierlei Hinsicht. Zum einen, das Markanteste, was mir ins Auge fiel, waren diese seltsamen Kostüme. Und das andere war natürlich diese wirklich vorhandene Verletzung. Sie können sich da hinstellen. Das ist Herr Brinkmann, hat mir gerade erzählt, viel habe ich noch nicht, ist vom Auto angefahren worden. Und das ist seine Freundin, die ihn gerade gebracht hat. Alles gut. Okay. Ja. Vom Auto angefahren. Ja, genau. Ja. Ist das passiert auf der Straße? Nee, wir waren auf dem Parkplatz. Wir haben geparkt, meine Freundin wollte Brötchen holen. Ja. Und wir sind schon ein bisschen länger mit dem Bulli unterwegs und ich wollte mir einfach mal ein bisschen die Füße vertreten. Schickes Outfit dafür. Dankeschön. Und dann ist eine Dame ausgeparkt und hat mich augenscheinlich übersehen und hab mich dann halt angefahren. Ist die Polizei informiert? Nein, das haben wir ohne gemacht. So schlimm ist es ja wirklich nicht. Also, ohne Polizei? Ja, ist kein Problem. Ist gut. Okay, dann würde ich gerne den Bademantel mal ausziehen. Kann ich den machen oder ja, ist da was drunter? Ich habe mal eine Hose. Finger können Sie bewegen? Ja. Machen Sie mal eine Faust. Okay. Ellenbogen können Sie strecken, das geht auch. Und das hier spüren Sie alles? Ja, das spüre ich. Ja. Bei der Untersuchung war Herr Brinkmann sehr hart im Nehmen. Also er hat auch, als ich auf diesen blauen Fleck gedrückt habe, eigentlich kaum reagiert, hat nicht so starke Schmerzen gezeigt. Das ist eher ungewöhnlich, weil bei Knochenbrüchen merkt der Patient normalerweise schon deutliche Schmerzen. Oh, die sind so warm. Ja, sind Sie sonst irgendwas? Können Sie einmal aufstehen? Bitte? Ist sonst irgendwas? Guck mal, er schwitzt auch so. Ja, maximal. So, pass auf, jetzt mal ganz vorsichtig. Alles halt so wild. Also wenn es mir. Achtung, nicht so viel bewegen. Magst du einmal Temperatur messen? Also mir wäre es auch ganz lieb, also wenn das jetzt wirklich nicht mehr so lange, also weil wir müssen auch in einer halben Stunde am Stellplatz sein. Also das ist Stellplatz? Was heißt Stellplatz sein? Machen Sie Camping? Ja, wir sind auf einer Europareise mit einem Bulli. Der Herr Brinkmann wirkte sehr unter Druck, unter Stress. Er wollte eigentlich schnell nach Hause und er zappelte auch immer so ein bisschen hin und her. Also da waren einige Fragen, die wir dann aber wirklich zum späteren Zeitpunkt ja klären konnten. 39,5. Ui. Sonst ist wirklich nichts? In den letzten Tagen Husten, Schnupfen? Ja, ich war mal ein bisschen leicht erkältet, aber also. Aber sonst nicht? Nein, sonst ist alles in Ordnung. Okay, dann machen wir mal ein Röntgenbild. Ja. Ich gehe mal vor den Nebenzugang und nehme Blut ab. Ja, das auch. Genau, ist eine gute Idee mit der Temperatur. Und ich denke mal, das wird man wahrscheinlich auch operieren müssen, den Arm. Wir schauen mal, je nachdem, wie es gebrochen ist. Wunde können wir gleich sauber machen. Ja, das setzen Sie sich mal richtig hin, Sie hängen da so auf 5:30. Und, Herr Brinkmann hatte ja deutliche erhöhte Temperatur mit 39,5. Da musste noch irgendetwas dahinter sein. Er hat das so ein bisschen abgetan mit einer Erkältung. Eigentlich war es nicht ganz schlüssig, aber ich dachte, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Bruch und dann besprechen wir das andere danach. Schon seit 8 Jahren sind Jan und Melanie ein Paar. Ihre Geburtsstadt Köln ist die letzte Station ihrer Europareise. Danach geht es zurück in die neue Heimat Hamburg. Schwester Birgit freut sich derweil auf ihre Kaffeepause. Doch die währt nur sehr kurz. Wenn die Sophie kommt, sagst du, ich bin draußen, ne? Sag ich ihr. Ja, gut. Oh, tut das gut. Guten Tag. Oh je. Guten Tag. Was ist denn mit Ihnen passiert? Bin ich hier richtig in Klinik am Südring? Ja, sind Sie. Oh. Was ist passiert? Ich hatte einen Unfall. Jetzt hier? Ich hatte einen jungen Mann angefahren in der Stadt. Wer ist ein junger Mann? Ach, Hanna. Ich habe einen Unfall gehabt. Ich habe einen Mann angefahren. Guten Tag. Also darf ich mal ganz. Ich habe einen Mann angefahren. Dann habe ich noch 100 Mal hier im Kreis gedreht, weil ich es nicht gefunden habe. Okay, sagen Sie mir Ihren Namen. Ja, ich bin Trude Gerdes. Und Sie sind? Hören Sie mal, wie geht's dem Mann? Wie geht's dem Mann? Dann kann ich Ihnen leider jetzt nicht so eine Auskunft geben. Aber ich würde Sie ganz gerne erstmal
zur Ärztin reinnehmen. Steckt der Autoschlüssel? Ja. Können Sie das Auto Ihrer Großmutter gerade dahin fahren? Ja, das darf hier nicht stehen bleiben. Ja, klar, natürlich. Ja, das war eine wirklich sehr sympathische Frau. Sie hat sich große, große Vorwürfe gemacht und hat immer wieder gefragt, wie es dem Herrn Brinkmann ginge. Aber wir konnten natürlich nichts sagen. Ich hätte es gerne gemacht, aber wir unterliegen der Schweigepflicht. Unfallfahrerin Trude ist völlig aufgelöst. Eigentlich wollte die 65-Jährige nur schnell Katzenfutter kaufen und wieder nach Hause fahren. Doch dann kam es beim Ausparken zum Crash, der auch für die rüstige Kölnerin schmerzhafte Folgen mit sich bringt. Aber viel schlimmer ist für mich, wie geht's dem jungen Mann? Ach, ich habe mit meinem Auto ausgepackt, von daher war ich natürlich schnell. Ich darf nicht sagen, aber beruhigen Sie sich mal. Na, beruhigen Sie sich mal. Schmeißen Sie das Tuch da mal rein. So, dann lassen Sie mich einmal kurz gucken. Aber was ich nicht verstehe, wenn Sie angeschnallt war, wie ist es denn dann zu der Nasenverletzung gekommen? Ja, ich mache mir den Sitz immer ziemlich nah nach vorne, damit ich besser sehe. Ich hatte den Sitz ganz nah am Lenker halt, ne, dass ich besser schauen kann. Dann haben Sie gebremst und sind da drauf. Dann habe ich die ganze Straße halt besser in Sicht. Okay, dann lassen Sie mal kurz eben hier gucken. Machen Sie mal den Mund auf. Patientin Trude ist eine sehr erfahrene Autofahrerin. Vor mehr als 40 Jahren hat sie den Führerschein gemacht und blieb bis zu diesem Tag unfallfrei. Doch schon seit einiger Zeit hat die Rentnerin am Steuer ein Problem, das sie bislang aber leugnet. Da könnte hier das Nasenbein gebrochen sein. Ja? Da würde ich Sie bitten, dass Sie morgen einmal zu Ihrem Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen. Ja. Ja? In den meisten Fällen ist es so, dass man eine Nasenbeinfraktur nicht operativ versorgen muss, sondern dass die von selber heilt. Wenn natürlich große Verschiebungen vorhanden sind oder auch die Nasenscheidewand eingerissen ist, dann muss man es leider doch operieren. Und das wird dann durch den Kollegen der Hals-Nasen-Ohrenärzte dann durchgeführt. Aber vielleicht nicht nur zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Also ich hatte es noch nicht erwähnt. Sie hatten gerade eine sehr seltsame Sitzposition. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, wissen, ja, wie Ihre Oma Auto fährt. Ich weiß, ja. Die Oma, die sieht leider nicht mehr so gut und möchte sich das aber irgendwie nicht eingestehen. Ne? Oma, darüber hatten wir ja schon geredet. Ehrlich? Wenn ich aber also weiß, Sie vorne sitze, geht's ja. Ja, Sie können. Wann waren Sie denn das letzte Mal bei einem Augenarzt und haben die Augen kontrollieren lassen? Vielleicht 20 Jahre oder so. 20 Jahre. Also, tragen Sie denn eine Brille? Nee, ich brauche doch keine Brille. So alt bin ich ja noch nicht. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich habe die schon, seit ich 10 bin. Ja? Na? Ich kann nur sagen, egal, ob man jetzt jung oder alt ist, es ist schon wichtig natürlich, dass man gut sehen kann, gerade wenn man Auto fährt. Und da kann man wirklich nur jedem raten, der etwas bemerkt, sofort zum Augenarzt oder zumindest zum Optiker zu gehen und einmal die Sehstärke überprüfen zu lassen. Ach, da ist ja der Junge. Wie geht es Ihnen? Ja, ist schon in Ordnung. Kann passieren, ist nicht so schlimm. Alles ist gut. Ja? Ja, ja. Sollen wir dich noch die Polizei noch rufen? Nein, wir brauchen keine Polizei. Es ist alles gut. Sicher? Unfälle passieren. Der ungeduldige Jan möchte die Klinik immer noch schnellstmöglich verlassen. Doch zunächst kehrt der Koch mit Freundin Melanie in den Schockraum zurück. Dort wartet schon Ärztin Sophie Runke mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Wie ich Ihnen schon gesagt hatte, die Elle ist gebrochen. Das ist zum Glück ein einfacher Bruch. Das heißt, das muss man nicht operieren. Ja? Das heißt, mit dem Gips ist im Grunde die Therapie damit beendet. Ja, jetzt muss es nur Hause. Noch heilen. Nee, nach Hause nicht. Jetzt warten Sie mal. Wie? Ich bin noch nicht am Ende. Wir haben ja auch noch Blut abgenommen. Ja, und die Laborwerte, die sind leider nicht schön. Die Entzündungswerte im Blut von Herrn Brinkmann waren ja doch sehr hoch. Und ich wollte gerne eine Erklärung haben. Dazu ist es nicht gekommen. Man hat ja gesehen, der Zustand von ihm hat sich ja dann ganz plötzlich doch sehr drastisch verschlechtert. Damit lasse ich Sie nicht nach Hause. Ja? Er muss also hier bleiben. Wir müssen Birgit, ja, also wir Nee, Sie müssen gar nicht. Sie müssen hier bleiben. Wir lassen Sie hier. Herr Brinkmann, hallo, Herr Brinkmann, hallo. Einmal einen Schritt zur Seite. Herr Brinkmann, hallo. Okay, einmal die Füße hoch. So, wie hilfst du mir gerade? Okay. Hilfst du mir gerade einmal? So, machen Sie mal die Augen Herr auf. Herr Brinkmann? Machen Sie mal die Augen auf. Gut, alles klar. Tut jetzt irgendwo was weh? Nee? Machst du mal eine Blutdruck- und Sauerstoffsättigung? So, ich höre mal eben ganz kurz auf Herz und Lunge. Den Arm tun wir mal kurz weiter. Ich weiß, der tut weh. Atmen Sie mal tief, bitte. Mal tief einatmen. Und noch mal tief einatmen. Und noch mal. Lunge ist entfaltet, die ist komplett seitengleich belüftet. Nachdem der Patient dann kollabiert ist, haben wir erstmal
den Vitalparameter abgenommen. Das heißt, wir haben geschaut, wie schlimm steht es um ihn. Zum Glück war dort alles stabil, was Blutdruck und Herzfrequenz anging. Und wir haben uns dann entschlossen, ihn auf die Station zu nehmen, um ihn zu überwachen und dann die weitere Abklärung für die Laborwerte dann auch durchzuführen. Eine Stunde später geht es Jan wieder besser. Der Auslöser für den Zusammenbruch ist unterdessen noch völlig unklar. Doch dann bietet sich der Ärztin beim Kontrollbesuch ein ungewollter Anblick, der fast keine Fragen offen lässt. Ja, so. Birgit, bist du das? Ja, alles klar. Was machst du hier? Hast es? Ich war nur mit Herrn Brinkmann. Wir hatten noch zwei. Noch ein kleines Gespräch zu führen. Er wollte. Ja. Wir haben nur was Schnelles gesucht. Okay, aber was haben Sie da? Das war nix, ist alles in Ordnung. Also, sind Sie sicher? Ja, nee, ist alles. Ja, darf ich einmal kurz sehen? Ja, wenn es denn sein muss. Darf ich einmal, drehen Sie sich mal rum? Also. Ja, dann wissen wir auch, wo das Fieber herkommt, ne? Ja. Was ist da? Ein schöner entzündeter Sinus pilonidalis. Setzen Sie sich mal hin. Ja, ungern. Da bleiben Sie stehen besser wahrscheinlich, ja, ne? Also, was da ist, das. Ja, Sie werden es selber schon bemerkt haben, da ist ein Abszess. Und woher kommt das? Das kann man nie so ganz genau sagen. Häufig sind es eingewachsene Haare. Manchmal ist es so ein angeborener kleiner Gang, der sich nicht ganz verschließt. Bei der Untersuchung sah man dann eine Steißbeinfistel, die infiziert war. Das heißt, das ist im Grunde ein Abszess. Also dieser schlechte Allgemeinzustand, das Fieber und auch die schlechten Laborwerte von unserem Patienten waren natürlich mit dieser Steißbeinfistel sehr gut zu erklären. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wieso er so wenig Schmerzen hatte. Weil das tut schon ziemlich weh und gerade, wenn man es schon über mehrere Tage hat. Warum hast du denn nichts gesagt? Ja, ich weiß doch, wie du bist. Und du hättest unsere Tour direkt abgebrochen. Ich habe mir eigentlich alles ganz anders vorgestellt. Eine kurze Frage, wieso haben Sie denn so starke Schmerzen? Müssten Sie doch haben, aber. Ja, das ist ja die Geschichte. Wir sind ja seit Wochen unterwegs. Und ich hatte ja eigentlich auch was ganz anderes vor. Weißt du, wir sind unterwegs gewesen und dann habe ich mir gedacht, okay, am Eiffelturm ist doch eine schöne Sache. Nein, da ging es mit dir nicht hoch, weil du Höhenangst hast. Kolosseum war dir zu voll. London Eye, nein, ist wieder zu hoch. Das heißt, ich hatte nur noch eine einzige Chance, das war heute. Dann wollte ich mit dir halt Boot fahren auf dem Rhein. Ja, ich habe sogar unsere Freunde gefragt von früher, ob die nicht kommen können und einen Banner runterhalten können, wo halt entsprechend was draufsteht. Und dann bin ich halt, weil das schon seit Wochen so geht, habe ich halt Schmerztabletten genommen, ja, und vielleicht auch schon ein bisschen länger und vielleicht auch ein bisschen mehr, als eigentlich da drauf stand. Ja, mag ja alles sein. So, und auf dem Weg halt, als du Brötchen holen warst, dann war ich halt wieder in der Apotheke, habe mir neue Schmerztabletten geholt und dann bin ich halt von der Frau da angefahren worden. Herr Brinkmann hat uns dann erzählt, dass er sich in den letzten Tagen hauptsächlich von Schmerzmitteln ernährt hat. Und ja, natürlich kann man da bis zu einem gewissen Punkt die Schmerzen von diesem Abszess überdecken und ja, natürlich hat das auch bei dem Armbruch gewirkt und deshalb hat er nicht so viele Schmerzen gezeigt, wie es normalerweise sonst der Fall gewesen wäre. Banner, Eiffelturm, was willst du denn? Ja, also ich habe mir das wirklich auch ein bisschen romantischer vorgestellt, ja, also ich hatte mir schon gedacht, irgendwie mal so ohne Arzt und mit anständiger Hose, aber komm, ist jetzt auch egal, also willst du meine Frau werden? Oh, Ring Gott. Musst du dir selber nehmen, weil ich kann ja dort nicht hin. Also, oh? Ja, es tut mir leid, wie gesagt, ich hätte mir das auch in schöneren Klamotten. Du bekommst auch noch mal einen schöneren Antrag, wenn wir denn das hier alles dann irgendwie überstanden haben. Dann. Er hat seine Schmerzen einfach ausgehalten, weil er eine große Sache vorhatte. Und er wollte das irgendwo machen, wo sie waren. Und jetzt hat er gedacht, jetzt muss ich es hier machen. Und wenn es in der Klinik am Südring ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich muss allerdings jetzt ein bisschen die romantische Stimmung leider stören, ja, weil das Teil da hinten, ja, das muss man leider operieren. Also bei einem solchen Abszess ist es schon ratsam, möglichst schnell zum Arzt zu gehen, damit das Ganze auch operiert werden kann. So etwas heilt nicht von selber. Das heißt, man schneidet diesen Abszess aus. Das muss leider relativ tief erfolgen, damit auch wirklich keine Eiter- und Bakterienreste mehr in dem Gewebe verbleiben. Danach wächst das Ganze von unten heraus wieder zu. Das heißt, das wird nicht zugenäht. Das dauert ein paar Wochen, aber das ist relativ problemlos für den Patienten. Ich hoffe, dass wir es heute noch hinkriegen, dass wir das heute noch machen. Ja? Und dann geht es auch relativ zügig, sobald die Laborwerte in Ordnung sind, geht es dann nach Hause und dann können Sie mal schauen, wann Sie es dann vernünftig noch nachholen können.
Die Operation verlief ohne Probleme, sodass Jan die Klinik nach einer Woche verlassen konnte. Den romantischen Heiratsantrag hat der Koch am Hamburger Elbstrand nachgeholt. Melanie war sehr gerührt und hat abermals Ja gesagt.